Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten YouTube-Video. Ihr fragt ja immer wieder, wie ist es eigentlich so ein Tag in so einem Vorstandsbüro? Und ich rede da selten drüber, weil ganz offen, ich weiß nicht, bei mir ist der Tag halt der Tag. Aber einer, der euch wirklich sagen kann, wie so ein Tag läuft und vor allem, warum es wichtig ist, so jemanden neben einen zu haben, ist Herr Nöckel. Robin hat übrigens gerade festgestellt, wir sind unterschiedlich groß. Ja, das ist eine neue Erkenntnis. Die neue Erkenntnis, die hat man auf jeden Fall schon. Ich glaube, wir müssen langsamer laufen, weil sonst fliegt Robin auf die Fresse, oder? Ja. Ja, okay. Wir laufen langsamer. Ja. Wie lange arbeiten wir jetzt miteinander? Also insgesamt in der Firma sind es fast 8 Jahre und jetzt intensiv miteinander anderthalb Hallo. Jahre. Anderthalb Jahre? Ja. Eigentlich seitdem es München richtig, seitdem wir richtig Gas gegeben haben hier, ne? Richtig. Genau. Wie würden Sie so einen Tag beschreiben bei mir? Sie haben vorhin gesagt, wie der Tag so dahin plätschert. Also dahin plätschern würde ich das auf gar keinen Fall nennen. Ja, wir haben zwar eine gewisse Struktur im Tag, ja, aber es ist ja doch sehr unterschiedlich, je nachdem, was reinkommt. Und bei uns ist es ja irgendwie gefühlt so, wir haben nicht nur einen Job zu erledigen, sondern gefühlt in uns 20 verschiedene Berufe, die wir dann jeden Tag unterschiedlich auch erfüllen müssen. Das stimmt. Für mich ist es immer wieder faszinierend, weil ich unsere enge Zusammenarbeit gar nicht so mitbekomme. Hallo, grüß Gott. enge Zusammenarbeit gar nicht so mitbekommen heißt jetzt nicht, das ist sehr positiv, ja, weil das ist irgendwie so ein wir tauschen uns ja selten aus am Tag, ne? Wirklich, weil viele sagen immer zu mir, ja, kannst du ihnen schnell mal was fragen und so weiter, sage ich, nein, kann ich nicht. Also sie haben ihre Arbeit zu erledigen, ich habe meine Arbeit zu erledigen und es ist tatsächlich so, an manchen Tagen, wir sind 10 Stunden miteinander zusammen und tauschen uns vielleicht 5 Minuten miteinander aus oder reden nur 5 Minuten miteinander. Aber die 5 Minuten sind halt dann hocheffektiv. Ja. Also ich will uns da jetzt nicht beweihräuchern, aber ich muss ehrlich sagen, dass wir in 5 Minuten bewegen, da brauchen andere Meetings von wahrscheinlich 2-3 Stunden. Ja, locker. Laufen Sie vorbei, ist kein Problem. Ist für mich übrigens ganz faszinierend, weil das ist ja das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte, war immer draußen rumzurennen und irgend so ein YouTube-Video zu machen. Aber ich nehme die Leute gar nicht wahr. Ja, ich leider immer noch. Sieht man ja vielleicht. Wie würden Sie unsere Zusammenarbeit beschreiben, wenn man jetzt so das mal auf 2-3 Nenner bringen muss? Na, es ist so, wir sind sehr unterschiedlich, aber im Kern doch auch sehr, 1000% sehr gleich. Ähnlich. Ja, ist so, ja, ist so. Und das ist einfach das, was der eine nicht gerne macht, ja, das ersetzt einfach der andere. Und ich glaube, das ist am wichtigsten. Ich könnte jetzt hier Sachen aufzählen, was ich so den ganzen Tag mache und so weiter. Aber es ist immer so ein gegenseitig Ergänzen, dass wir wieder auf 100% oder 110% kommen dann am Ende des Tages. Ja, das ist so ein Thema, was ich euch mitgeben möchte. Ihr schafft es alleine sowieso nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ihr alleine eine Firma in die Größenordnung hoch bringt, glaube ich nicht. Also wenn, dann ist es wahrscheinlich schon so, dass ihr das nur hinbekommt, wenn Robin und Renz gerade irgendwelche Leute Egal. Läuft bei uns. Dass ihr das nur hinbekommt, auch diese Größenordnung zu erreichen, wenn ihr halt Leute an der Seite habt, die euch unterstützen. Ja. Und die Größenordnung, die wir hier haben, ich nehme das oft gar nicht wahr, wenn mir das keiner von außen sagen würde, ist ja schon Wahnsinn in diesem kleinen Team. Die Frau Fabricius noch nebendran. Und das alles zu stemmen, das ist schon Wahnsinn. Ja. Viele fragen mich dann auch immer, wie schaffst du das, das alles unter einen Hut zu bekommen? Aber ich denke halt einfach nicht drüber nach. Ich mache halt einfach. Ja. So wie ich diese Woche fälschlicherweise gesagt habe, tun, machen, immer. Ja. Aber so ist es halt einfach. Ja, es war ja nicht falsch. Es war ja nicht mal falsch. Es war genau richtig. Richtig, genau. Ja. Und so ist es einfach. Ich mache halt einfach und denke gar nicht drüber nach, wie ich das schaffe, sondern ich mache es halt einfach. Ganz kurz, Hundis. Hundis sind immer wichtig. Ne? Muss man immer mal gucken, bevor der Robin da gebissen wird. ist ja bei uns in der Firma allgemein so. Ne? Sie haben ja die gesamten Assistenten, die mit Ihnen zusammenarbeiten in der ganzen Firma. Also das müssen wir vielleicht mal erklären. Ist so, wir sehen so, dass die Berater bei uns wie Chefärzte sind. Ne? Die operieren am offenen Herzen. Richtig. Und alles, was außenrum passiert, muss ja auch jemand machen. Und ich glaube nicht, dass jemand alles kann. So wie sie ja bei mir auch außenrum sind im Endeffekt und ich halt punktuell dann meine Parts dann mache. Sehen Sie das als Vorteil, den wir vielleicht sogar am Markt haben gegenüber anderen Firmen? Ich sehe es als absoluten Vorteil, weil das kommt ja auch in anderen Branchen immer mehr. In Autohäusern, die Verkäufer haben auch einen Assistant an ihrer Seite, der die ganze bürokratische Arbeit sozusagen abnimmt, dass sich dann der Verkäufer vollkommen auf den Kunden, auf den Mandanten konzentrieren kann. Und das ist somit die Hauptaufgabe in dem ganzen Bereich, alles so vorzubereiten, dass sich wirklich der Berater vollkommen auf den Kunden einlassen kann. Ja.
Das ist übrigens auch so ein Thema. Wenn wir Startups begleiten, ist das das Erste, was wir installieren. Mein bester Freund Thomas Kretter, ich habe zwei, einen Benny und einen Tom, der hat ja im Backoffice bei uns, wir sind 10 oder 15 Mann, ja. Mann und Frauen im Backoffice und bewegen ja doch sehr, sehr viel. Und weil der Thomas das extrem strukturiert. Und das Erste, was wir Startups mitgeben, wenn wir einsteigen, ist tatsächlich auch ein komischer Begriff, aber egal, dass wir diese Unternehmen dann extrem strukturieren und halt versuchen, mit einer kleinen Manpower-Zahl und Womanpower-Zahl viel zu erreichen. Ja. Und die Leute erzählen mir immer, ja, ich habe da 500 Leute. Ich sage, okay, mit 500 Leuten, was bewegst du mit, Robin, Vorsicht, was bewegst du mit 500 Menschen? Ist doch viel wichtiger, mit einer kleinen Zahl an Leuten viel zu bewegen, ja, als mit einer großen Zahl gar nichts, oder? Ja, vollkommen. Und wenn ich manchmal sehe, was wir in einer Woche schaffen, was andere nicht im ganzen Jahr schaffen, mit viel mehr Leuten, das ist schon sehr beeindruckend. Absolut. Was würden Sie Leuten mitgeben, die jetzt hier das Video gucken? Die jetzt in meiner Position sind? In allen Positionen, ja. Sie haben so viel mitzugeben, deswegen haben Sie mal ein paar Sachen raus. Ich würde einfach mit, also das A und O ist einfach, dass man für die Sache brennt, die man tut. Also es gibt da sicherlich auch Zeiten, wo man sagt, oh Gott, jetzt ist aber wirklich ein bisschen viel das Ganze. Aber wenn man dafür brennt und das wirklich gerne macht und da auch seinen Bereich gefunden hat, ja, das ist das Allerwichtigste. Und da sollte jeder schauen, dass er das findet, sich ausprobieren und dann wirklich Schritt für Schritt dahin kommen, was man machen möchte. Ich muss gerade lachen, weil da nämlich gerade immer weggelaufen ist. Und was mir sehr viel Spaß macht, ist einfach dieses, ich arbeite ja sehr aus dem Untergrund heraus. Also ich stehe ja jetzt nicht ganz so oft im Rampenlicht und das will ich auch gar nicht. Aber mir macht es einfach unglaublich viel Freude, Sachen wachsen zu sehen irgendwo. Die einen haben ihre Kinder, die sehen ihre Kinder am Wachsen. Ich sehe halt lieber irgendwelche Unternehmen am Wachsen oder den Umsatz am Wachsen. Ja. Das macht mir halt unglaublich viel Spaß, da auch zu sehen, dass am Ende was bei rumkommt. Es geht mal hoch, es geht mal runter, aber wenn es in der Gesamtheit hochgeht, gibt nichts Besseres. Ja, und ich glaube auch, das ist unser Erfolgsfaktor, dass sie halt nicht so die Rampensau im Vordergrund sind, sondern sie sind eher so die Erde, die dann alles im Endeffekt zusammenhält. Ja. Und das ist schon ein geiles Gefühl. Genau. Das Video wird mit Sicherheit noch länger, wenn wir so weitermachen. Aber ich würde vorschlagen, wenn ihr das interessant findet, dass wir auch mal so in einem Smalltalk miteinander, vielleicht durch die Stadt laufen, während Robin auf die Schnauze fliegt gleich wieder, dann schmeißt doch mal in die Kommentare rein und dann würden wir das nächstes Jahr dann werden wir das nächstes Jahr deutlich öfter machen. Einfach mal aus dem Leben erzählen, einfach mal aus dem Unternehmertum erzählen. Robin, ja genau. Ich muss jetzt ein bisschen auf den Mann da aufpassen, auf das scheue Reh im Vordergrund, weil sonst rennt ja noch irgendwelche Leute beieinander und der liegt ja doch ein bisschen mehr, ist ja auch 2 Meter groß, ne? Also haut einfach mal in die Kommentare rein, ob ihr das geil findet, ob ihr da Interesse dran habt, dass wir nächstes Jahr ein bisschen mehr machen. Denkt dran, jeden Montag 18 Uhr, gleicher Kanal, geiles Video. Drückt auf diese Glocke, folgt mir und natürlich haut's in die Kommentare, was ich gerade gesagt habe. In dem Sinne, bis bald. Ciao. Bei Cologne Watch zum Beispiel, ne? Wenn der in der Stadt rumläuft, hat er auch permanent irgendwie die Leute am dranhängen. Den schaue ich gar nicht. Gar nicht? Ja. Das ist mir zu langweilig einfach. Ja, jetzt. Ja. Mit dem Gebauer fand ich es immer gut. Ja.